Ich nehme Sie mit auf eine spannende Reise, eine ganz besondere Route, die ich gemeinsam mit den Mitarbeitern des Stiftes Kloster Neuburg ausgewählt habe. Und entlang eines sehr abwechslungsreichen roten Fadens betrachten wir diese Schauplätze aus ganz neuer Perspektive, denn ich werde in die Rolle der Ehefrau des Klostergründers Leopold III. Schlüpfen. Und aus diesem neuen Blickwinkel entdecken wir gemeinsam die historischen Kostbarkeiten, die kulturellen Juwelen, aber und wir tauchen auch in Welten ein, mit denen man hier gar nicht rechnet. Mußestunde der Kaisertochter. Aus der Vergangenheit herausgetreten, stehe ich als Agnes heute wieder hier. Ich war Kaisertochter, Markgräfin von Österreich und Ehefrau des Klostergründers. War es Zufall oder von langer Hand geplant? Hatte er überhaupt Zeit, die Gemälde zu bewundern? Er, das war Napoleon. Der machthungrige Napoleon, er war ganz anders als mein Mann. Leopold, er war friedliebend. Hat es da gerade an der Tür geklopft? Ich muss wohl schon träumen. Es wird Zeit, meinem Mann persönlich zu begegnen. Da ist er ja, mein Mann Leopold. Wir haben einander seit so langer Zeit nicht gesehen. Aber was schaut er denn gar so traurig? Fühlt er sich etwa einsam hier im Barocktrakt des Klosters? Oder ist er einfach nur ergriffen von der Tatsache, dass in Zeit seines Lebens und auch danach so viele Menschen tief vererben? Mein Mann Leopold, er hat das Land erschlossen, Wirtschaft und Kultur gefördert, auch im Rahmen von Klostergründungen wie dieser. Ich sage Ihnen, der Akt bis zur Heiligsprechung, das war eine Tortur. Aber wo ein Wille, dort ein Weg. Das gefällt mir, wie ich in der zeitgenössischen Kunst als selbstbewusste Frau und Mutter wahrgenommen werde. Ist das mein Mann Leopold? An der Krone habe ich ihn erkannt. Als wir geheiratet haben, hat für uns beide ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen. Aber mehr davon erzähle ich Ihnen, wenn Sie mich besuchen kommen. Ich freue mich sehr, Sie hier im Stift Kloster Neuburg mit seinen vielen Facetten begrüßen zu dürfen.